So, eine weitere Random Race Ziehung. Mal gucken, was wir im heutigen Tag ziehen. Heute ziehen wir die 14. Und die 14. Oh, wunderbar. Hab ich ein Glück. Kirby, ein Boss. Perfekt. Oh, Leute, ich freue mich so. Ich freue mich so. Es ist tatsächlich Kirby's Adventure, was ich gezogen habe. Perfekt. Besser kann es nicht laufen. Besser kann es nicht laufen als Kirby. Oh yeah, das ist für mich perfekt. Das ist für mich wirklich perfekt. Und das ist ein Pflichtsieg. Das muss ein Pflichtsieg werden. Denn dieses Spiel ist so einfach, das ist schon... Ja, das ist wie eine Joker-Karte für mich. Das ist echt wie eine Joker-Karte für mich. Na, Mann. Komm. Na, geht rein. Na, komm. Komm, egal. Es geht darum, dass wir einen Boss schaffen müssen. Na, ich darf aber auch nicht zu sehr rushen, sonst kann es passieren, dass ich ganz fix einen Fehler mache. Sonst kann ich ganz fix mal einen Fehler machen. Das will ich ungern. Oh, das ist so perfekt. Das ist echt so perfekt. Das Race ist für mich schon so gut wie fast gelaufen. Wenn ich die nächste Ziehung tatsächlich noch Glück habe und noch so ein Spiel bekomme, dann holla die Waldfedern. Ach, andere Taste. Mit dem anderen Knopf. Dann ist für mich das Race so gut wie vorbei. Denn diese Stage ist wirklich nicht besonders schwer. Beziehungsweise die Aufgabe. Wir müssen einen Boss schaffen. Bei Kirby. Und das war's schon, ja. Das war der Sinn der Aufgabe. Beziehungsweise das Ziel der Aufgabe. Ah. Oh Mann. Ja, Problem ist gerade, ich hätte mir vielleicht die Knöpfe ein bisschen besser richten sollen. Na, ah, das hätte ich mir ersparen. Das hätte ich mir sparen können. Naja, wenigstens mal gezeigt. Wenigstens mal gezeigt. Na, Feuer ist auch gut. Ich glaube, Stevel hat noch dieses Spiel erwischt. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die Energie da. Oder. Ach komm, nee. Nehme ich nicht mit. Ja, nehme ich nicht mit. Ach, das war blöd. Die Entdeckung da oben wäre perfekt. Ach Mann. Na komm, egal. Egal. Ist so gut wie geschafft. Gut wie fast geschafft. Wie gesagt, bis zum Boss müssen wir es hinschaffen. Und die noch besiegen. Dann haben wir es geschafft.
Ach Mann, ich sollte mir für... Na, hätte ich die Knöpfe vielleicht anders belegen sollen? Ich habe jetzt nämlich A und B vertauscht. Mein PS2-Controller. Weiß nicht, ob das jetzt so besonders gut war. Ja, berühren darf ich die Kanone auch nicht. Oder ich slide die Gegner weg. Ja, so sollte man es nicht machen, natürlich. Oh Mann. Scheiße. Mann, runter mit dem Kabi, runter! Wahrscheinlich geht das hier bei dem Teil noch nicht. Ach Mann! Blöde Respawn-Rate. Okay, ich glaube, letzte Stage vom Boss. Ja, gut, da ist die wohl auf jeden Fall schneller. Aber was soll's, ist mir. Das ist mir egal, weil. Wenn ich jetzt noch ein gutes Spiel ziehe, dann habe ich das Race geschafft. Ach stimmt, in der Luft geht ja diese Laser nicht. Er ging gerade überhaupt nicht, komischerweise. Ah, perfekt. Das ist übrigens die Musik aus Kirby's Dream Land 1 für den. LOL. Game Boy. Beziehungsweise ein Remix davon. Ja, da ist Steve auf jeden Fall schneller. Aber das stört mich jetzt nicht so wirklich. So, jetzt noch den Boss besiegen, wir haben es geschafft. Das war's. Ja, und das war meine Challenge zu Kirby's Adventure. Bis dann.